Estamos con Conrad y Emanuel, que acaban de llegar de su camino desde Bilbao. ¿Cómo fue la experiencia? Sehr gut geklappt, der Transport und ja, der Weg war lang und anstrengend, aber es hat sich absolut gelohnt und ich kann es jedem nur empfehlen. Manuel? Ja, war sehr schön und ich habe das Spanien, also Nordspanien gesehen zum ersten Mal und das war beeindruckend. So viele interessante Orte in wenigen Tagen, das war sehr, sehr schön. ¿Fue muy duro, más de lo que pensabais o bueno, es lo que pensabais, el camino que hicisteis? Ah, es war sehr unterschiedlich. Also der erste Tag war sehr hart, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dann die Steigung und so, aber dann gab es auch wieder Etappen, die leichter waren. Also es war eine Mischung aus allem. ¿Y cuál fue la parte que más os gustó? Der schönste Teil war eigentlich der letzte Teil, die letzten zwei Tage durch Galicien. Das war toll. Also durch die Manuel? Ja, das Beste war Galicien, weil wir dort auch über die Berge und durch den Wald gefahren sind. Und vorher, zum Beispiel im Kantabrien, sind wir nur auf der Nationalstraße gefahren. Und das ist, die Landschaft in Galicien hat mir besonders gut gefallen, ja. ¿Alguna recomendación para otros peregrinos de algo que hayáis cometido algún error o que os haya gustado más? Wenn ihr euch mal verfahrt, einfach irgendwie jemanden fragen. Die Leute sind sehr hilfsbereit, das geht am schnellsten. Genau. Ja, und auch was auch gut war, wir sind mit der Fähbahn ein Stück gefahren. Wenn man mal ein Stück abkürzen möchte, ist diese Bahn ist sehr gut auch für Fahrradfahrer. Sie nehmen Fahrräder mit und ist eine gute Sache. ¿Repetiríais? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Sí. Pues esperamos veros entonces otro año. Bye. Bye. Ciao.